Guten Morgen, Säugeon, fragt Dr. Alvesen, wie hält man sich wach, wenn einem langweilig ist? Oh ja, Säugeon, immer wieder kommt es vor, dass das Leben so langweilig ist, dass man einschlafen könnte, obwohl man gar nicht im Bett liegt. Zum Beispiel auf einer langen Zugfahrt, im Unterricht oder beim dritten Versuch, der Himmel über Berlin endlich bis zum Ende zu... Aber nicht immer ist Schlafen in diesen Situationen wirklich angebracht. Klaus, schlafen Sie etwa im Unterricht? Oder bequem? Oder sicher? Aber das ist auch gar nicht notwendig. Tatsächlich kann der Mensch problemlos auch eine Woche und länger komplett ohne Schlaf auskommen. Dabei kommt es zwar unter Umständen zu motorischem Versagen oder Wahrnehmungsstörungen. Wenn du ein Hund bist, warum kannst du dann sprechen? Bis hin zur vollkommenen Handlungsunfähigkeit. Aber eben nichts, was sich nicht mit 2-3 Nächten gesundem Schlaf wieder ausbügeln lässt. Vorausgesetzt natürlich, du hast keine Drogen oder Stimulanzmittel eingenommen. Deshalb hier jetzt für dich 10 Tipps, wie man wach bleiben kann. Ohne Koffein. Nummer 1. Lachen. Ja, Lachen hilft tatsächlich, wach zu werden, denn beim Lachen schüttet der Körper Endorphine aus, die nicht nur gesund sind, sondern auch wach machen. Was ist so komisch, Klaus? Nichts, ich will nur wach bleiben. Nummer 2, erschrecken. Dich richtig zu erschrecken gibt dir einen Adrenalinkick, der dich blitzschnell konzentriert und wach macht. Wenn du also einmal etwas wirklich Langweiliges zu erzählen hast, solltest du deinem Zuhörer am besten zwischendurch einen Schreck einjagen. Nummer 3, Minzöl. Naja, vielleicht nicht trinken, aber riechen. Denn auch den Geruchssinn zu stimulieren kann durchaus den Kreislauf anregen. Nummer 4, Licht. Wenn jemand vor Langeweile fast einschläft, hilft auch Licht. Denn anhand der Helligkeit in deiner Umgebung reguliert dein Körper die Ausschüttung des Schlafhormons Melatonin. Naja, jedenfalls habe ich gesagt, Mutti, so geht das nicht. Hörst du mir überhaupt noch zu? Ich muss auch mein eigenes Leben leben. Nummer 5, Essen. Also das richtige Essen. Leicht verdauliches und bekömmliches Essen raubt deinem Körper nicht so viel Energie für die Verdauung wie... Ja, schon klar. Nummer 6, Wasser. Der Klassiker zum Wachwerden, kaltes Wasser ins Gesicht. Mutti, so geht das nicht. Ich muss auch mein eigenes Leben leben können. Kalt duschen. Kalt! Oder ja, auch das hilft, das Wasser einfach trinken. Nummer 7, Schmerzen. Auch körperlicher Schmerz macht wieder wach. Natürlich keine starken Schmerzen, aber zum Beispiel sich selbst in den Arm kneifen, am Ohrläppchen ziehen oder... Ja, ist schon klar. Jetzt bin ich wieder wach. Nummer 8, Sport. Ja, ich weiß, tut mir leid, aber es gibt kaum eine bessere Möglichkeit, deinem Körper klarzumachen, dass es noch nicht Schlafensgehzeit ist, als körperliche Bewegung. Am besten an der frischen Luft. Ernsthaft? Also dann lieber so. Nummer 9, Konversation. Kaum etwas ist anregender für den Geist als Interaktion mit anderen Menschen. Selbst das langweiligste Warten im Wartezimmer geht im Nu vorbei, wenn man sich angeregt unterhält. Ja, ich höre dir zu. Jedenfalls habe ich gesagt, Mutti, so geht das nicht. Ich muss auch mein... Nummer 10, Musik. Auch laute, anregende Musik hält wach. Übrigens ein Tipp, den ich von meinen Nachbarn schräg unter mir habe, der mir mit dieser Methode schon oft geholfen hat, sonntags bis in die frühen Morgenstunden wach zu bleiben. Im Gegenzug zeige ich ihm demnächst mal den Trick mit den Schmerzen. Wie bleibt ihr länger wach? Ich lese ja immer einfach ein paar YouTube-Kommentare, denn die sind stets spannend und unterhaltsam. Tschüss und bis bald.